MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und ein herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Flughafen Feuerwehr Simulator 2013. Los geht's, in den nächsten Tag rein. Die letzte Folge hörte am Tag 1 so gesehen auf, wir haben 150 Punkte erwirtschaftet. Immerhin, muss man ja mal sagen, ne? Und ja, jetzt schauen wir mal, was uns diesmal erwartet. Ich hoffe, das Auto ist noch relativ sauber nach diesem Einsatz und ich hoffe auch, dass er uns nicht böse ist, wenn es jetzt ein bisschen dreckig ist. Aber ich glaube noch mal, nicht mal, dass er das ist. Ich glaube, der ist ganz locker und sagt, ja, guck mal, Herbert. Guten Morgen zusammen. Morgen. Da ich selber viel zu tun habe, nur schnell das Wichtigste in Kürze. Wie immer. Zunächst zu unserem Feuerwehrmann Anwärter. Ich teile dir heute das Einsatzleitfahrzeug Florian 1 zu. Danke, danke, danke. Das Fahrzeug könnte übrigens mal wieder eine Reinigung vertragen. So. Machen wir, machen wir, machen wir. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. Naturalement. Danke, danke, danke. So. Das Fahrzeug kann also eine Reinigung gebrauchen. Wie sieht's mit dem Füllstand aus? Ja, der ist noch in Ordnung. Den müssen wir nicht auffüllen. Da würde ich sagen, wir gehen die Kiste mal sauber machen. Ach, so schlimm ist es gar nicht. Und man hier eine gekonnte Wendung. So. Einmal hier reindüsen. So aussteigen. Dann machen wir das Ding mal schnell sauber hier und dann ist auch wieder gut, würde ich sagen. So, ihr wolltet mehr Realismus, das heißt, ich fahre nun auf Straßen als statt über den Weg. Also übers Feld. Ich glaube, das Ding wird so oder so dreckig. Also falls ihr meint damit, dass das Ding irgendwie nicht so dreckig wird, wie es ist. Ja, ich glaube weniger. So, das sollte aber ausreichen, würde ich sagen. So, weg damit. Zack. So, eine gekonnte Drehung und ich würde mal sagen, fahren wir mal raus, ne? Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Funk. Hoppla. So. Dann fahren wir mal an den Rand, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, weil ich habe keine Ahnung, wie ich sonst an den Rand kommen soll. Deshalb nehme ich hier kurz die Abkürzung und fahre dann über diesen Weg hier. Ich hoffe, das ist okay für euch. Sie werden jetzt zufällig nichts Rotes aufblinken. Das heißt für mich, dass der Zaun hier in Ordnung ist. Dann fahren wir direkt hier weiter. Da hinten haben wir die ersten blinkenden Symbole geradeaus durch. Das rote Licht, was da blinkt, das ist ein defekter Zaun. Ist natürlich jetzt doof, wenn ich nicht bis da komme. Rechtzeitig, dann... Was ist das? Oh ne, kein Regen jetzt, ne? Gut, fahren wir durch den Regen. Cool, ein Helikopterlandeplatz. Das ist nice. Oh, ist aber ein angenehmer Regen, würde ich sagen. So kurzweilig wieder gekommen ist, geht auch wieder. Finde ich super. Geil. So, und jetzt irgendwo da hinten muss es ja letztendlich sein. 850 Punkte brauchen wir zum nächsten Level Up. Hört sich sehr viel an, ist aber im Vergleich relativ schnell erreicht, glaube ich. Beziehungsweise, ich hoffe es. Hoppla. Haben wir jetzt etwa nicht genug Sprit dabei, für alles zu fahren? Ah, wir haben Regenschauer, Kleine. Habt ihr gerade gesehen? Kam ein bisschen Regen runter und dann war wieder so, nee. Ist schon cool, mit dem Auto hier lang zu driften. Das ist echt
Nice. Florian 1 an Leitstand, melde ein Loch im Zaun an meiner derzeitigen Position. Verstanden. So. Hier sind aber keine Löcher mehr. Ich habe da hinten nur eins gesehen, da blinkt es nämlich auch. Wie gesagt, für die Zaunkontrolle ist, glaube ich, echt angenehmer, wenn wir hier einfach quer rüber rasen, damit wir genug Zaun kontrolliert haben und so unsere Punktzahl erreichen. Wo ist er denn jetzt kaputt? Hier doch nicht kaputt? Einsatzbefehl für Florian 1. Okay. Ja, natürlich. Florian 1, verstanden. Wie gesagt, Notfällen kann ich nicht auf den Straßen fahren, weil es einfach zu lange dauert. Es wird schon klappen. Bin auf jeden Fall wieder saudreckig. Super. So stelle ich mir das vor. Bin gerade am Überlegen, bis wo ich muss. Okay, es scheint was weiter weg zu sein. Warum auch nicht? Unser Sprit geht ja nur leer. Schon okay. Haben wir Zeit zum Tanken? Hier nix. Ich glaube, wir haben keine Zeit mehr zum Tanken. Warum ist die Ansicht so komisch? Mann. Geht doch. So, okay. Boah, wir müssen noch ein gutes Stück fahren. Nur 1,30 zum Ankommen. Es wird knapp. Warum stehen hier Mülltonnen? Puh, und warum plöppen die erst auf? Ah, los, gib Gas, Junge. Wieso ist der Zeitrahmen so begrenzt? Da hinten ist es. Wunderbar. Lecco mio, hä? Ich bin ein Fahrzeug und kein Jet. Vor allen Dingen, umso schneller ich fahre, umso schneller geht der Sprit leer. Florian 1 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Da einer mal die Feuerwehr. Es brennt. Bin ja dabei. Chillt. Bei euch dahin, oder was? Ah, unten brennt's. Unten brennt's. Jo, 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 ich hab's. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Funk. Boah. Also. Das ist ja mal gut gegangen gerade so. Puh. Sicher, was ist denn hier los, Mann? Hallo? Das ist ja der Hammer hier, was hier denn für ein reger Verkehr ist. So, es darf jetzt kein Notfall mehr kommen, wir müssen tanken. Und die Zaunkontrolle schaffen wir auch wieder nicht, weil wir tanken müssen. Dann ist die Schicht wieder wahrscheinlich vorbei. Das ist schon gemein hier. Also wirklich. Echt scheiße. Halt. Wo ist denn hier die Tanke? Ah, hier steht sie. Hier zum Tanken? Echt jetzt? Nee, oder? Also ein Wassersprengler. Das ist keine Tankstelle. Super, Herbert. Ganz toll. Hast du gut gemacht.
Mit Blaulicht sieht man zwar weniger, aber letztendlich dann doch deutlich mehr. Da sind Tankstellen. So. Ich wollte eigentlich eine coole gekonnte Drehung anwenden, aber der Bus hat ja auch gedreht, sehe ich gerade. Ein Fizzgame-Bus. Auch cool. So, die Tankstelle war hier irgendwo, ich weiß es doch. Wo ist die scheiß Tankstelle denn jetzt? Das ist echt gemein. Nehmen wir doch die. Huch. Da ein Stück vorfahren. Wunderbar. So. Einmal voll tanken, bitte. Boah. Florian 1 hat einen ziemlich großen Tank. Muss man ja mal sagen, ne? Er ist ratzfatz leer. Ratzfatz leer, aber auch relativ schnell wieder voll. Na komm. Dankeschön. So, jetzt fahren wir zurück und legen uns ins Bett, würde ich sagen, beziehungsweise stempeln aus. Ich glaube, es ist auch Zeit dazu. Die Folgen sind übrigens so lange, wie immer eine Schicht dauert. Nur, dass ihr Bescheid wisst, die Schicht dauert circa immer eine Folge. Florian 1 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. So. So, bevor wir Ärger kriegen, stempeln wir aus. Und gut ist. Wunderbar. So, 150 Punkte haben wir dazu bekommen. Warum haben wir jetzt eine neue Punktzahl 250? Aha, jetzt habe ich es verstanden. Nein, keine Ahnung. Die Schicht ist zu Ende. Obwohl du für die Zaunkontrolle eingeteilt warst, wurde ein beschädigter Zaun gemeldet. Toll. Okay. Wie es weitergeht, sehen wir in den nächsten Parts. Mein Name ist Herbert von GamerTV. Bis dahin, Leute, bleibt wie ihr seid und tschüssikowski.